Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, wir sind hier dabei, die Felder vorzubereiten für unsere Schweinchen, damit die Essen bekommen und sowas. Und ja, wir sind gut dabei. Felder sind soweit eigentlich gleich durch. Ein Feld wird unten noch mit Weizen angesät. Oder mit Gerste, entscheide ich mich noch, Weizen, Gerste, weiß ich noch nicht. Und ja, schauen wir mal. Jetzt schaut's gut aus. Bis jetzt schaut es gut aus. Ich rufe mal den Zement an. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Der hat heute Urlaub. Steffe, Jo. Casey müsste doch schaffen. Vorne Mehrwerk und hinten Schwader, ne? So, bei Müsste dem Eimer. Eigentlich hinkriegen, ja. Okay, ich habe gesehen, da ist ja 200 noch was PS, das Ja, müsste hinhauen. ja. Gut, dann nehme ich dich schon mal mit, fahre aber vorher bei der BGA nochmal kurz, oder lauf dann dahin nochmal voll mal, bevor ich dir anfange zu mähen, ne? Ja, mach mal. Alles klar. Ich mag Gerste. Ich muss schauen, ob das Feld. Ja, das Feld hat sich gedüngt, ja. Vorgewende fahren. Jeffe? Ja, kannst ruhig Fritzel sagen. Okay, ja, Herr Fritzl. Ja. Nur mal eine Frage so, die Verhältnisse hier, sind Sie verwandt mit dem Herrn Harald hier oder wie Ach ist das hier? so, Oder? nee. Ich muss. Ich muss da ehrlich dazu zugestehen, ich hatte am Anfang, wo ich hier hingekommen bin, eine kleine kriminelle Vergangenheit. Willkommen Ich im Club. habe das LU zum Beispiel beklaut und so Sachen alles und ja, Respekt. war dann teils bei der Polizei am Anfang eingestellt, weil ich nicht, noch nicht so richtig wusste, was ich machen möchte und so. Dann habe ich Okay. mich aber dazu entschieden, einen eigenen Bauernhof zu leiten, also den jetzt hier. Und ja, Harald hatte mich dann aufgenommen und hat mir die Chance gegeben, mich hier von der besseren Seite zu zeigen. Und ja, mit der Zeit war ich dann auch selber nur angestellt hier beim Harald. Und ja, dann habe ich hier die ganze Butze übernommen, weil Harald ist eigentlich Okay. schon in der Rente. Und sein Sohn, der wollte das hier nicht übernehmen. Und ja, dann hat er mir Na, das hier das übergeben. Respekt. Okay. Ja, hat mich immer so interessiert, weil ich gerade dann dachte. Ja, klar, also frag ruhig aus. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, frag ruhig. Ja, ist das so eine Art Auffangslager hier? So kann man's sagen, ja. Ja, ich bin ja auch im Prinzip hier dann gelandet, so ein bisschen. Ja gut, kriminelle Vergangenheit, das ist bei mir schon sehr, sehr, sehr lange her. So mehr oder weniger Jugendsachen waren das, ne? So. Ah. Aber tu nichts mehr zur Sache. Alles verjährt. Ja. Alles gut. Ich mach das Ding nochmal richtig voll hier. Ja, auf jeden Fall. Und dann fange ich an. Ist ja egal, welche Wiese irgendwie. Egal. 100, 101, 102, ne? Ja. Okay. Sobald ich hier fertig bin mit Düngen, Spritzen oder was, bin ich ja erstmal hier durch und dann komme ich zu dir runter Okay. und helfe dir.
Irgendwann, wenn der Bauernhof, wenn unser Hof hier richtig boomt, dann gönne ich mir mal einen richtig schönen Deutz. Genau. Ich würde sagen, richtig schön Oldtime, aber die bringen uns ja nichts mehr hier. Nee, Das leider nicht. aber ja. Ich sage immer, jede Marke baut ihren eigenen Kram, außer Fendt kauft alles zu und baut es zusammen. Also was wie früher immer, die haben nichts selber gebaut, haben alles ZF und Deutz Motoren eingebaut und haben ihren Kram zusammengebaut. Ja, so war das. Warte mal, jemand. Fritz will anrufen hier. Hallo? Hallo? Hallo, aha, hi. Hi, Ringeling, Och! Justus. Justus! Alte Kanone, Moin. was geht denn bei dir? Was geht ab? Ja. Hi. Alter, ich hab gehört, du hast eine BGA gekauft. Ja. Wo hast denn die Kohle her? Das ist ehrlich gesagt ein Kredit, der läuft über 4 Jahre. Dann Tanda regelt, hä? Nee, hier. Ich wollte mal fragen, was macht ihr damit jetzt so? Weil ich finde es ja schon interessant. Ja, wir nehmen Gras und Häckselgut von den anderen Bauernhöfen an. Die Ach zahlen wir so. dann pro 1000 Liter was aus, was sie uns dann anbringen. Und ja, dann haben die ein Ja. bisschen Geld verdient und wir verdienen auch Geld. Wie sieht das aus? Wie viel verläuft sich das so? Im Moment kriegst du. War noch nicht angelaufen. Kostet das 90 pro Liter. Da fehlt eine Null, oder? Nee, du bekommst 90 Dollar pro 1000 Liter. Erstmal sind wir hier in Deutschland. Und ey, Entschuldigung, 90? ich verbringe in letzter Zeit so viel in Los Santos. Ah, 90, echt? Sind die Preise so im Keller? Du kriegst hier gar nichts, ohne Scheiß. 100 Dollar, 100 Euro pro 1000 Liter Silage. Und da ich das noch silieren muss und so. Boah, das lohnt sich aber gar nicht. Also richtig lohnen bis jetzt noch nicht, ne. Ja, nee, das wird sich auch nicht für uns lohnen, weil wir würden dann, ja, mit dem Häcksler, obwohl, ja, ich kann ja mal. Ah, ich mach mal eine Graswurf, guck mal, was so rauskommt. Ne? Also die würdest du abkaufen oder muss man das ankündigen? Ich muss dazu sagen, ich bin verpflichtet, das anzunehmen. Wenn ihr das loswerden wollt, muss ich das annehmen. Das ist Pflicht. Da kann Sind ich die nicht. 90 ein Festpreis oder? Können auch ein bisschen handeln, wenn du willst, wieso nicht? Ah, ich wäre für eine Null dran. Ah ja, jetzt du. Wie soll ich das denn machen? Ja, ah ja. Ich soll Muss dir ja auch 900 sehen. geben. Das tut Ah, mir leid, aber ich das muss ist. ja auch sehen, wie ich meine Kühe Das füttere. ist natürlich. Das ist natürlich richtig, aber das LU beliefert mich hier so gut. Was kriegen die? Weil die beliefern mir jedes Mal 200.000 Liter, bei denen die kriegen 80 Euro pro 1000 Liter. Und ich würde 90 kriegen. Ja. Das ist aber schon mal ein feiner Schachzug Ja, von mir. ich muss ja auch bei dir auch sagen, du hast Bio, ne? Ich meine, das muss ja auch ein bisschen anders dann Ja, gemacht werden. die Nährstoffe sind ja ganz anders. Da kommt ja viel mehr Wärme auch raus. Das ist es nämlich. Deswegen habe Ja. ich bei dir jetzt gesagt 90. Ei. Butter bei die Fische. Was kriegst du denn wirklich daraus? 100. Bekomme 100 Euro pro 1000 Liter. Ha. Weißt du, das ist jetzt keine Verarsche, kein Mist oder so, das ist wirklich so. Okay, Es ja, war, gut, also dann. der Preis stand am Anfang bei 180, jetzt kam schon ein paar Mal was rein, der Preis sinkt die ganze Zeit. Also, und so passe ich dann die Preise Alles klar. Gut, an. ja, ich werde mal sehen. Wenn ich nichts zu tun habe, mache ich meine Fuhre und mähe mal unsere Wiesen ab. Ja. Alles klar. Du kannst Danke. aber auch bei Achso. uns Silage ankaufen, so ist das nicht. Aber da Wie muss ich gleich. kauft ihr Silage an? Wir haben eine Menge Silage. Silage Tonsilliert. voll siliert. Wie viel hast du denn da? Da sieht der Preis nämlich schon wieder anders aus. Ja, 350k, ne? Boah, was? Jo. Das ist wunderbar, wirklich. Da musst du aber leider, dass ich dir die Silage abkaufen kann,
Dazu bin ich nicht verpflichtet. Würde ich aber nehmen, so ist es nicht. Musst du ein bisschen warten. Ich muss jetzt selber warten, bis ich habe mit dem ersten Geld, was mit der BGA kam, habe ich mir dann in die Maschine investiert. Jetzt muss ich halt eben warten, was jetzt kommt, damit ich Geld kriege, damit ich dir das überhaupt abnehmen kann. Ja, das passt schon. Ich brauche eh davon noch gut was für die Kühe. Die fressen mir hier alles von den Haaren. Okay, weil im Moment habe ich 3.180 auf dem Konto. Will ich jetzt hier nicht anlügen. Ja gut, da sind wir maximal drüber mit 4.600. No! Wir haben gerade einen schönen Teleskoplader gekauft. Okay, ja, schon mal gut, schön zu hören, dass ich nicht der Einzige hier auf den letzten Metern rumkrasse. Ja gut, wir haben halt gut was in den Lagern. Und, ja. Ja, egal. Über Geld spricht man nicht. Genau. Geld hat was. Oder halt nicht. Genau. Gut, ich will gar nicht weiter nerven. Ja. Ich melde mich dann und ich komme dann einfach rum, wenn du es eher annehmen musst. Ja. Dann zwinge ich dich einmal. Alles klar. Alles klar, schönen Tag noch. Jo, wünsche ich dir auch. Tschüss. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, liebe Zuschauer, warum ich bei ihm 90 mache. Es ist wirklich wegen Bio. Er spritzt nicht, er striegelt, er macht da wirklich für das Gras viel, viel mehr Zeit als das LU. Und das LU liefert in Massen. Und ja, deswegen. Und ich finde, jetzt mal eben Quatsch beiseite, auch wenn ich nicht der Bio-Fan bin, aber wenn man schon da sagt, ich spritze nicht und keine Ahnung, und er kümpelt da mit so einem kleinen Striegel die ganze Zeit rum, dann muss ich halt auch sagen, da kriegt er ein bisschen mehr für. Da machen wir immer noch 110 Gewinn, von daher. Eieieiei, hier wächst das alles so schnell. Ole, ohne Kohle. Jawohl. Was machst du? Am Mähen. Du schön Mähen, das ist wunderbar. BGA ist im Blick, ne? Im Blick nicht, aber ich war eben da, hab die Folge gemacht, aber ich wollte, bevor ich hier, ja. Alles gut. Die nächste Wiese angehe oder vielleicht sogar noch vorher noch mal gucken. Ja. Dass die auf keinen Fall leer läuft. Ja, alles gut. So, hab ich die. Aber so ein bisschen bergauf tut er sich schon schwer hier mit dem. Ich habe eben schon überlegt, ob ich nicht besser einzeln mähe und dann. Mach so, wie es für dich am besten läuft. Ja, auf der Geraden schafft er es, aber wenn ein bisschen Berg kommt, ne, ist schon. Naja, ich probiere mal weiter so. Ja, sobald mehr Geld da ist, dann wird der abgegradet und hier kommen bessere Traktoren ran. Deutsch. Ja? Dann gönne ich mir einen Neuner. Boah, ein schöner, passt ja nicht mehr. Aber, muss nicht unbedingt ein Neuner sein. Ich finde, einen 7er macht man doch schon. Ja, 7er reicht schon. Also das ist schon ein Unterschied. Also im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ist doch schon ein Zeitchen her mit unseren Schleppern zu den neueren hier, aber die sind ja fast selbsterklärend hier, die Technik, ne? So. Ja. Joystick-mäßig alles da. Das ist ja ein bisschen anders wie damals bei unseren Schleppern, aber ist fast selbst erklärt. Wunderbar. Also ich komme parat bis jetzt noch. Ich muss die Sämaschine reparieren. Fuck. Ja, ich habe hier auch. Der ist auch bei. Ich bin gleich wieder da. Ja. Wo wir draufgerichtet haben.
ob da eventuell die Möglichkeit bestünde. Scheiße, mein Telefon klingelt schon wieder. Moment. Ja? Ja, moin! Ja, was denn? Ich würde ganz gerne mal euren mobilen Service jetzt hier sofort mal in Betrieb nehmen. Ja, hab ich da schon wieder sofort gehört? Ja, ich meinte aber nicht, dass sofort jetzt sofort kommen. Ich meinte mal sofort testen. So, also, ja, ich verstehe schon. Was hast du denn? Meine Sehmaschine müsste mal gewartet werden. Ich sehe das jetzt gerade. Ich wollte gerade anfangen mit Sehen. Die hat schon 84% Verschleiß. Ne? Oh, 26% nur noch? Ja. Welche Sehmaschine? Das ist die... Lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen. Boah. Die Federstedt Rapid. Leck mich doch am Arsch. Rapid A600S. A600S, ja. 86. Okay, wird sich sehr, sehr zeitnah jemand drum kümmern. Müssen wir schauen, ob wir es bei der hohen Verschleiß, ob wir es noch vor Ort machen können. Wir werden unser Bestes geben. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Jo, tschüss. Tschüss. Mario. So. Jo. Probleme? Ne, ich habe mal eben eine Wartung angefordert hier. Okay, wie gesagt, der Radlader ist auch im grünen Bereich schon. Ich weiß ja nicht. Der Sponsor den selber macht oder wie? Keine Ahnung. Aber der, ich mein, fahren kann man ja noch, ne? Oder? Bunkersilo ist leer, ne? Auch schon, ach Gott, dann schon. Hm. Habe ich bald schon gedacht. Bin ja schon ein Zeitchen weg, ne? Tja. Brauch ich ein Moped? Schon lange leer jetzt oder gerade erst? Gerade leer geworden. Schon alles aus dem Silo raus, weil das wird noch länger dauern. Scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich hätte ihn anrufen sollen, wenn das Pferd fertig ist. Und ich hätte mit der kaputten Sehmaschine hier weitermachen sollen. Der wird mir die auf jeden Fall, so wie ich Tino kenne, und mir einen Stock zwischen die Beine schmeißen will, damit ich hier nicht fertig werde, wird er mir die Sehmaschine jetzt mitnehmen. Auf jeden Fall. Chef hier, ja? Der hier Bunker war nicht leer. 21.000 war noch drin. Ach so. Dann war das wahrscheinlich für was anderes. Egal. Das ja. Schirm macht mir voll. Achso, nee, Fritzel soll ich doch sagen. Möchte mir daran gewöhnen. Kannst du mit Freezy sagen, alles gut. Ja, ja. Oder Fritzel, Freezy, wie auch immer. Sollen wir die eine Wiese dann erst ins Silo fahren oder erst alle mähen? Da wächst Gras ja durch schon wieder, oder? Tu mal erstmal nur mähen. Alles mähen? Alles mähen, noch nicht einsammeln. Ich komme und helfe dir nachher. Ja, ja, okay. Mach jetzt erst den Bunker wieder voll. Selber schuld, hätte ich darauf achten müssen. Ey, fuck. Wie weit ist die denn kaputt, Mann? Der wird die wirklich mitholen.
Der wird die mitnehmen. Das wird mir Schweinegeld kosten. Aber wenn die dann nicht ganz kaputt ist, dann kann er die dann nicht mitnehmen. Dafür ist das Service doch da, dass die, weil die Leute kommen. Ja, der hat ja gesagt, alles was über 50% ist, ne? Ja, beim Fahrzeug will ich das ja verstehen, aber bei einer Drehmaschine. Also das ist jetzt kein Zugfahrzeug. Na. No. Die unbedingt mitnehmen muss. Vielleicht haben wir mal Glück und der Mitarbeiter kommt. Das ist doch ihr Ex-Mitarbeiter hier, oder? Ja, genau. Ja. Vielleicht haben wir Glück und der kommt dann und dann. Vielleicht hat er noch nicht ganz abgefärbt von seinem Chef dann. Ah, mach dir mal keine Sorgen über den Harry. Mach dir keine Sorgen. Deshalb, vielleicht ist der ja noch etwas seinem alten Chef zugeneigt und denkt, na komm, die machen wir noch hier. Ich kann dir nur so viel verraten, obwohl Harry gegangen ist, ist er trotzdem eine treue Seele. Mach dir mal gerade keine Gedanken. Ja, ich habe vom Harald ja auch gehört, also, dass ihr im Guten auseinander seid und so. Ja. Blitzler anrufen. Hallo? Ja, Fritzle, hier der Hofbauer. Ja, moin, was geht ab? Wie schaut's denn aus mit der Bezahlung von der Seemaschine? Ja, du hast hier noch nichts. 50.000. Du hast noch nichts an der BGA angeliefert. Wir haben ausgemacht 55.000 plus die 88% von der Silage, vom Mais. Nein, du kriegst 88 Euro von der Silage und der Preis wird mit der Silage verrechnet. Ihr habt das so ausgemacht mit dem Harry Hafer, 55.000 plus die 88%. Du Chris, du hast das falsch verstanden. Nein. Dann ruf den Harry an, der erklärt dir das nochmal. Dann werde ich das mit dem Herr Harry nochmal. Dann klär das mal mit dem Harry, der wird dir das erklären. Du bekommst keine 55.000. Das werden wir noch sehen. Ja, werden wir auch. Oha. Ach, das war der, der die Maisilage bringen sollte, was Harald meinte. Ja, genau. Okay. Nee, ich meine ja jetzt mit dem Herrn Hafer oder Harry Hafer da, dass der vielleicht auf unserer Seite ist, ich sag jetzt mal einfach unser. Ja. Und sagt dann, komm, die ist zwar über 50%, aber die repariere ich noch schnell hier. Ja, warte ab. So habe ich das jetzt gedacht. Nicht, dass er die jetzt. Ja. Also ich wollte jetzt nichts über ihn sagen. So. Nein, das habe ich schon gewaschen. Alles gut. Nee. Aktuell habe ich noch 238.000 hier drin. In dem Silage, was fertig ist. Ja. Aber wird dann noch. Ich habe gemeint, da käme jetzt mehr rein, damit wir das andere mehr voll bekämen, ne? Da kommt halt was rein, mach dir keine Sorgen. Spätestens am nächsten Tag kommt sehr, sehr viel rein, mach dir keine Gedanken. Und wir mähen ja auch noch hier die Und wir mähen auch noch, genau. Die gesamte Menge vom Silage, wie viel da reinpasst, wissen Sie zufällig auch so nicht, ne? Nee, das weiß ich gerade nicht. Okay. Ah, die sehen schon sehr groß aus. Da wird schon noch einiges reingehen. Und wenn die umgebaut werden würden, dann müssten die ja leer sein, oder wie wird das angemacht? Oder macht der Bauunternehmer das dann raus irgendwie? Ja, das wird alles gemacht, macht keine Sorgen. Okay. Dann haben wir dann auch ihre Möglichkeiten. Ach, der komische Hirsch ist jetzt hier. Wer ist hier? Hier läuft der Hirsch-Autofahrer rum. Okay.
Aber anscheinend ist er wieder weg jetzt, oder? Ja, ja. Weiß nicht, wo er hin ist. Ja, hat bestimmt nur eben kurz nach dem Rechten geschaut, alles gut. Wahrscheinlich, ja. Er steht auf der Silagemauer hier. Ja. Soll ich mal fragen, was er will? Wenn du willst, kannst du ja mal rübergehen und fragen. Er steht neben mir, mehr oder weniger. Dann gehe ich mal gerade fragen, was er will. Ja, mach das mal. Ich habe ihn angerufen, er meinte, das wäre eine Fata Morgana gewesen. Okay. Also wollte wahrscheinlich nur nach dem Rechten schauen. Genau. Aber er hat sich mit Polizist gemeldet. Ist der Polizist? Der ist Polizist, ja. Oha. Vielleicht wollte er auch gucken, hat er mich verglichen mit der nächsten Verbrecher-Datei oder so. Keine Sorge, keine Sorge. Nö, ich habe nichts befürchtet. Alles gut sein. Ja. So, gut, meine lieben Freunde. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja.